Hallo und willkommen zu einem Let's Play von Fallout 4. Und da will ich etwas Besonderes machen. Nicht den allgemeinen Rundumzocker, sondern einen expliziten Fallout 4 Scharfschützen, der sich zwar auch um die Hauptstory kümmert, aber sich hauptsächlich darum kümmert, zu überleben, so viel Kohle wie möglich einzuheimsen und zu schauen, dass er wirklich überlebt, das Wasteland und Boston von den Mutanten, von den Raidern, von den Deathclaws und so weiter säubert und hinter die Kulissen der vier Fraktionen, denen man sich anschließen kann, hineinschaut. Später mehr, aber erstmal eine neue Story. Übrigens habe ich hier schon 86 Stunden mit einer normalen Story und da habe ich gedacht, also es geht auch anders. Und deswegen versuche ich jetzt mal einen Scharfschützen, einen Sniper, der zugleich auch Söldner ist, der sich wenig um die Besiedlung kümmert, zwar die Aufträge annimmt, aber doch mehr nach Kohle geht und auch nicht alles sinnlos zusammenlootet, sondern einfach, da ein Scharfschütze sehr viel Waffen braucht, also dazu natürlich die Wunderkleber und so weiter, aber was erzähle ich später mehr. Fangen wir an mit der Vorgeschichte. Dazu will ich noch ganz schnell sagen, zu lange Ladezeiten werden von mir zusammengeschnitten. Hallo? Okay. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Im Jahr 1945 diente mein Ururgroßvater in der Armee. Und er fragte sich, wann er wieder nach Hause kommen würde. Zu seiner Frau und seinem Sohn, den er noch nie gesehen hatte. Sein Wunsch ging in Erfüllung, als die USA mit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki den Zweiten Weltkrieg beendeten. Die Welt wartete danach gebannt auf den Weltuntergang. Aber stattdessen geschah etwas Wundervolles. Wir begannen die Atomenergie nicht mehr für Waffen, sondern als unbegrenzte Energiequelle zu nutzen. Die Leute genossen Luxus, der zuvor nur in Science-Fiction-Romanen möglich war. Roboter im Haushalt. Fusionsgetriebene Autos. Tragbare Computer. Aber im 21. Jahrhundert war der amerikanische Traum ausgeträumt. Und es gab ein böses Erwachen. Die jahrelange Verschwendung hatte zu einer extremen Rohstoffknappheit geführt. Alles ging den Bach runter. Und der Frieden war nur noch eine blasse Erinnerung. Wir schreiben nun das Jahr 2077. Und die Welt steht am Abgrund des totalen Krieges. Ich habe Angst. Angst um mich. Meine Frau. Und meinen kleinen Sohn. Denn wenn ich eins in der Armee gelernt habe, dann das. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Krieg bleibt immer gleich. Du wirst es ihnen heute in der Veteranenhalle zeigen, Schatz. Meinst du? Klar. Und jetzt lass mich auch mal in den Spiegel sehen. Okay. Natürlich als erstes das Aussehen. Ich würde sagen,
Ich lasse ihn so. Irgendwie ist er mir zu jung noch. Ich meine, ich heiße ja nicht Senior Zone, weil ich 15 bin, sondern weil ich schon etwas älter als 15 bin. Und er soll mir ja etwas ähneln. Okay, vom unrasiert sein. Er? Schauen wir mal schnell, was man machen kann. Nein, Gottes Willen. Das sieht mir ein bisschen zu sehr russische Mafia aus. Igittigit. Ungefähr weiß ich ja, wie er aussehen soll. Das ist nur für euch, damit ihr... Es soll ja welche geben, die Fallout 4 noch nie gesehen haben und deswegen die Möglichkeiten. Und diese Gesichter kann man nochmal individuell ändern. Also da gibt es welche, die haben da von Hugh Jackman bis zu Michael Jackson nachgemacht. Also es funktioniert. Es gibt Dutzende von Möglichkeiten, wie man den Charakter, sein Aussehen ändern kann. Ganz kurz, damit ihr sehen könnt. Hier zum Beispiel. Und schon kann man ändern. Oder mit Typ, faltig, runzlig, ernst. Cool. Nee, ernst. Wir können ja auch Klaus nehmen, aber was soll's, ernst. Ja. Okay. Nicht schlecht. Und nun die Haare, den Stil. Mathelehrer, ja. Glatt und schmierig, das trifft auf mich eher zu. Wohnwagen nicht. Ja, doch sehr assi. Wieder Link. Könnte auch zu mir passen. Überkämpfrisur. Da sieht er doch ein bisschen aus wie der Typ aus GTA 5. Herrgott, wie hieß denn der? Ihr wisst schon, wen ich meine, den asozialen Typ. Das ist wieder Jason Statham gemischt mit Justin Timberlake. Hombre, du haben ein Loch in mich geschossen. Okay, eins von diesen wird's. Er soll ja kein Liebling werden, sondern ein Überlebender, wie ihr nachher sehen werdet. Wieder Link, nein. Ich würde sagen, okay. Neue Frisur, gefällt mir. Kinnbacke, Kiefer, ich brauche den Bart. Halt, da war's grad. X. Schicker Schurke, also manchmal sind schon seltsame Namen. Mannsbild, gibt's auch ein Weibsbild. Habe ich noch nie versucht. Kindflaum. Okay, ich würde sagen, das passt, wenn man sich mit einem rostigen, schartigen Messer morgens etwas den Flaum wegschabt, wird man wahrscheinlich so aussehen. Gut, nehmen wir ihn an. Mit oder ohne Bart? Erledigt. Den Namen dürfen wir uns nachher aussuchen. Es geht weiter. Und Mr. Handy, sein Karton ist immer noch da und das hier ist sein Treibstoff. Ah, guten Morgen, Sir. Ihr Kaffee. 78,6 Grad Celsius. Perfekt gemüht. Und die neue Zeitung gerade reingekommen. Vielen Dank, Cotsworth, aber du weißt, ich trinke nur Tee, aber du bist noch neu hier. Übrigens in Fallout 3 in der Siedlung von Megaton gab es auch, wenn man das Haus bekommen hatte, gab es auch so einen Roboter. So ein Mr. Handy, der hieß sogar ähnlich Mr. Wallsworth oder so ähnlich, oder Woodworth. Und das ist Cotsworth. Das klingt nach einem Stinker. Ich sehe mal nach dem kleinen Sean. Ja, schau, und ich guck mir den Grognack an. Meine Lieblingsausgabe. Genießen Sie Ihren Kaffee.
Immer nur das gleiche Zeug. Genau. Was kommt im TV? Zur kurzen Erklärung, wieso es etwas anders aussieht, obwohl es 2077, glaube ich, ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man sich entschlossen, die Atomkraft nur für friedliche Zwecke zu benutzen. Das bedeutet, also fast jedes Haus wird von Atomkraft betrieben, auch die Autos und so weiter und so fort. Deswegen sehen die Autos auch etwas seltsam aus. Der Vertreter. Guten Morgen, ich komme von Voltec. Voltec, also erfahrene Fallout-Spieler kennen das natürlich. Voltec, was war das noch? Wir kümmern uns um Sie, Sir, und helfen Ihnen, Ihre Zukunft zu sichern. Also, es ist so. Voltec ist der führende Hersteller moderner unterirdischer Atomschutzbunker. Kurz Vaults genannt. Luxuriöse Unterkünfte, in denen Sie im Falle eines Atomschlags unbeschadet überleben können. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie erfreut ich bin, Sie endlich anzutreffen. Ich versuche es schon seit Tagen. Und glauben Sie mir, diese Angelegenheit ist von äußerster Wichtigkeit. Was ist denn so wichtig? Es geht um nichts weniger als um Ihre Zukunft. Es ist Ihnen vielleicht noch nicht aufgefallen, aber dieses Land ist gerade dabei, vor die Hunde zu gehen. Entschuldigen Sie bitte den Ausdruck, aber der große Knall ist unvermeidlich, fürchte ich. Und er kommt früher, als Sie vielleicht denken, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich kann mir vorstellen, dass Sie viel zu tun haben, also werde ich mich kurz fassen. Zeit ist ja heutzutage äußerst wertvoll. Ich bin heute hier, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie aufgrund der Verdienste Ihrer Familie für unser Land ausgewählt wurden, einen Zugang zum örtlichen Vault zu erhalten. Vault 111. Da ist aber Platz für die ganze Familie, oder? Aber sicher, aber sicher. Abgesehen von Ihrem Roboter natürlich. Genau genommen haben Sie bereits Zugang. Ich muss lediglich noch ein paar Informationen überprüfen. Es soll ja reibungslos laufen, im Falle einer unerwarteten, totalen nuklearen Vernichtung. Es wird nicht lange dauern. Das Ende der Welt? Na endlich! Das ist die richtige Einstellung. Nun, also dann. Etwas störend finde ich, dass die Synchronisation der Lippen mit der Sprachausgabe also überhaupt nicht zusammenpasst. Gut, 21 Punkte haben wir und wie gesagt, ihr schaut ja mir zu, wie ich mich durch das spätere Ödland, durch die Wastelands durchschlage als Scharfschütze und der braucht alles, aber auf jeden Fall keine Stärke. Wir töten aus der Entfernung, wir plätten keine Mutanten im Nahkampf und auch keine Ghule, sondern aus der sicheren Entfernung. Deswegen ist Stärke kontraproduktiv, dafür aber die Wahrnehmung ist umso wichtiger. Deswegen 9 Punkte auf die Wahrnehmung. Es werden ein paar sagen, warum nicht 10? Ganz einfach, niemals auf 10 gehen bei irgendeinem Skill hier, da man Wackelkopfpuppen, also ihr wisst schon, diese wo so berühmt war in den 90er Jahren, die da diese Feder zwischen Hals und Kopf hatten und den Kopf immer lustig hin und her schwangen. Genau, die wird man finden und diese steigern permanent eins dieser 7 Skills. Deswegen Wahrnehmung 9. Also das ist überlebenswichtig für einen Scharfschützen. Ausdauer 2. Das bedeutet auch für später, welche Perks, das heißt also welche Unterfähigkeiten man erreichen kann. Und bei Wahrnehmung brauchen wir sehr viel, bei Ausdauer eher weniger. Charisma. Da ich Siedlungsbau wirklich
als eins der letzten Sachen ansehe, die erledigt werden müssen. Mir sind andere Menschen wurscht und deswegen ist mir auch egal, was die anderen Leute von mir denken. Daher belasse ich es auf eins. Intelligenz. Gut. Als Scharfschütze muss man kein Mathematiker sein, aber Intelligenz sorgt auch dafür, für einige Unterperks wie Computerhacken, Schlösser öffnen und so weiter. Deswegen würde ich sagen 4. Wichtig ist Beweglichkeit. Beweglichkeit sorgt für Schleichen. Ihr könnt sie auch unten lesen. Beweglichkeit repräsentiert deine Reaktionszeit und dein Geschick. Der Wert bestimmt, wie viele Aktionspunkte du hast und wie gut du schleichen kannst. Aktionspunkte sind sehr, sehr wichtig im WETS, weil ohne WETS ist Scharfschütze eigentlich unmöglich. Und WETS bedeutet, die Zeit also so verlangsamen, dass man in aller Ruhe den Gegner aufs Korn nehmen kann und einzelne Körperteile anvisieren. Aber dazu natürlich mehr. Und Beweglichkeit machen wir 7. Und was bleibt übrig? Natürlich Luck. Und schon haben wir dann 4 Punkte. Luck, also Glück, zeigt, wie gut es das Schicksal mit dir meint. Der Wert bestimmt die Aufladerate für kritische Treffer und die Qualität gefundener Gegenstände. Kritische Schüsse sind besonders bei übermächtigen Gegnern. Es gibt Gegner, die haben ein Sternchen. Das bedeutet, die sind stärker wie ihre Kumpane. Und die haben nämlich noch eine Sauerei im Petto. Und das ist, ab einem bestimmten Punkt können die sich aufladen. Das bedeutet, man schießt sie zu 80% runter und die erneuern ihre Lebensenergie einmal. Also müssen wir die runterbringen, also töten sozusagen, noch bevor sie mutieren und ihre Lebensenergie regenerieren. Gut, das war's. Ich würde sagen, klar. Entschuldigung, wie heiße ich eigentlich? Natürlich kann man jetzt ausdenken, Harry Callahan oder John McClane. Wer kennt diese Namen nicht? Max Rockadinsky. Welche Dame wird da nicht innerlich und äußerlich, ihr wisst schon, und selbst mancher Hetero wird bei solchen Namen ganz unruhig. Okay, aber wie viele Leute heißen schon so? Also im wahren Leben. Okay, unser Mann war ja Soldat. Ist ja gut, aber wenn man in Telefonbüchern nachsieht, ich meine, es gibt mehr Schmidts als McLanes. Ganz logisch. Es gibt auch mehr Smiths natürlich als sonst was. Ich würde sagen, er heißt ganz lapidar, na, John Smith. Ich würde sagen, das ist einprägsam und er klingt harmlos. Ja, und wir wollen alles andere als auffallen. Wir wollen keinen Staub aufwirbeln. Wir wollen als Scharfschütze unerkannt bleiben. Und ich denke, John Smith ist ein Name wie jeder andere. Sicher, man könnte ihn auch Johann Schmidt nennen, aber wir sind nun mal in USA. Wunderbar, und annehmen. Das war alles. Ich bringe das jetzt nur noch zum Vault. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt vorbereitet auf die Zukunft. Danke nochmal. Hey, dann können wir ruhig schlafen. Das ist ein bisschen Papierkram wert. Für dich und Sean ist kein Preis zu hoch. Gute Antwort. Ich habe meine Momente. Apropos den Vault-Vertreter sehen wir später wieder. Merkt ihn euch. Sean ist gewickelt, aber er will sich nicht beruhigen. Ich glaube, er braucht diese väterliche Zuwendung, die sich so gut beherrscht. Du hast Cotsworth gehört. Los. Okay, Sean. Kleiner Hosenscheißer, where are you? Da sind wir.
Hallo. Wo ist das Mobile? Wie geht es den wichtigsten Männern in meinem Leben? Dreh das Mobile ein bisschen. Das mag er. Ja, das mag sogar ich. Hat eine hypnotische Wirkung. Hey, wie geht's meinem Kleinen? Besser, oder? Nach dem Frühstück könnten wir ein bisschen in den Park gehen. Das Wetter müsste so bleiben. Und was dann? Was sollen wir dann tun? Sir, Ma'am, das sollten Sie sich mal ansehen. Cordsworth, was ist los? Okay, Leute, es beginnt. Gefolgt von Blitzen, grellen Blitzen, Explosionsgeräusche. Wir warten auf Bestätigung. Was? Der Kontakt zu unserem Partnersender scheint abgebrochen zu sein. Es kommen bestätigte Berichte. Ich wiederhole, bestätigte Berichte über Atomexplosionen in New York und Pennsylvania. Mein Gott. Oh mein Gott. Wir müssen zum Vault. Sofort. Ich hab schon. Gehen wir. Und genau hier wird gespeichert. Im nächsten Teil geht es weiter. Wie wird es weitergehen? Werden wir das Vault erreichen? Das seht ihr alles in der Folge 2 von Fallout 4, der Scharfschütze. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Danke fürs Zusehen.